In diesem Video möchte ich kurz die Lösungsidee der dritten Aufgabe zur komplexen Rechnung zeigen. Dort war ein Schaltbild gegeben mit einer Spannungsquelle, die sinusförmig war. Die schreibe ich gleich mal als Zeiger hin. Und an diese sinusförmige Spannungsquelle war ein Widerstand R1 angeschlossen und eine Induktivität. Und in Reihe dazu ein weiterer Widerstand R2 und eine Kapazität. Das war auch schon die gesamte Schaltung. Für die Induktivität schreibe ich gleich mal deren Impedanz hin, 1 J Omega L, und für die Kapazität 1 durch J Omega C. Und dann waren auch noch ein paar Werte gegeben. Und zwar sollte dieser Widerstand R1 90 Ohm groß sein und die Induktivität 32 Millihenry, die Kapazität 1 Mikrofarad. Und die Kreisfrequenz war gegeben mit 2500 Radiant pro Sekunde oder einfach 1 durch Sekunde. So, und das, was jetzt gesucht war, war der Wert dieses Widerstandes R2 hier unten dafür, dass zwischen der sinusförmigen Gesamtspannung und diesem natürlich ebenso sinusförmigen Gesamtstrom keine Phasenverschiebung auftaucht. Und jetzt kann man natürlich das Verhältnis von Spannung und Strom da kann man Strom und Spannung in Verhältnis setzen. Das ist die Impedanz, die Gesamtimpedanz dieser Schaltung. Und die kann man natürlich auch mal hinschreiben für diese Schaltung. Das wäre eben R1 plus J Omega L plus die Parallelschaltung von dem R2 und dem 1 durch J Omega C. Und diese Impedanz könnte man dann, wenn man sie dann vernünftig aufgeschrieben und ausgerechnet hat, auch in einen Realteil aufteilen und in einen Imaginärteil dieser komplexen Impedanz. Und die Idee ist jetzt, wenn zwischen Strom und Spannung keine Phasenverschiebung auftauchen soll, dann muss diese Impedanz rein reell sein, dann muss hier hinten der Imaginärteil dieser Impedanz, der muss 0 werden. Das ist jetzt so die Idee zur Lösung dieser Aufgabe. So, und jetzt kann man einfach die Impedanz der Schaltung, sie steht ja schon hier, nochmal ein bisschen detaillierter aufschreiben, indem man das vorne erstmal abschreibt und die Parallelschaltung jetzt hier noch so ein bisschen ausrechnet. Parallelschaltung von zwei Impedanzen ergibt sich aus dem Produkt der beiden Impedanzen geteilt durch die Summe der beiden Impedanzen. Dann kommt man einen nicht ganz so schönen Doppelbruch, den kann man jetzt ein bisschen schöner machen, indem man mal hier mit dem Nenner jeweils multipliziert. Dann kürzt er sich hier oben weg. Und hier unten kürzt er sich an der Stelle auch weg und an dieser Stelle kommt er halt mit dazu. So dass man erstmal schreiben kann, das wäre R1 plus J Omega L plus R2 bleibt dann über dem Bruchstrich über und unter dem Bruchstrich haben wir eben 1 plus J Omega R2 mal C. So, jetzt ist hier eine imaginäre Einheit und hier ist auch was Imaginäres. Man kann noch nicht direkt den Imaginärteil der Impedanz hinschreiben. Deshalb müssen wir jetzt im nächsten Schritt das hinten mal mit dem konjugiert-komplexen Erweitern des Nenners, um das eben aufzuteilen in Real- und Imaginärteil. Und das jetzt einfach ausrechnen. Also das R1 und das J Omega L schreibe ich ab. Und über dem Bruchstrich haben wir jetzt eben ein R2 mal 1, das ist R2. Und dann ein minus J Omega R2 mal R2 ergibt R2 Quadrat mal C. Und das war der Zähler. Und jetzt im Nenner steht ja sowas wie so eine dritte binomische Formel. 1 mal 1 ergibt 1 zum Quadrat, das ist 1. Die Plus 1 und Minus mal 1 Anteile heben sich genau gegenseitig auf und dann hat man noch einen Term J mal J ist J Quadrat. J Quadrat ist minus 1, mit dem Minus davor ergibt es wieder Plus und dann alles dort, was da steht zum Quadrat. Also Omega Quadrat, R2 Quadrat, C Quadrat. So, und jetzt kann man halt sagen, also alles, was jetzt mal hier so blau unterstrichen ist, dann inklusive dieses Nenners, der noch dazukommen würde, das wäre Realteil. Und alles, was jetzt grün unterstrichen ist und hier hinten natürlich auch inklusive dieses Nenners, das wäre der Imaginärteil. So dass man jetzt sagen kann, der Imaginärteil dieser komplexen Impedanz wäre also Omega L und dann minus Omega R2 Quadrat C
geteilt durch diesen Nenner 1 plus Omega Quadrat R2 Quadrat C Quadrat. Und der soll jetzt entsprechend dieser obigen Bedingung hier 0 werden. So, und wenn er 0 wird, oder wenn er 0 werden soll, dann muss natürlich der erste Summand genauso groß sein wie der zweite Summand, sodass man das mal als neue Formel hinschreiben kann. Omega L muss also genauso groß sein wie Omega R2 Quadrat C geteilt durch 1 plus Omega R2 Quadrat C Quadrat. Und diese Gleichung muss man jetzt nach R2 umstellen, denn R2 ist ja gesucht. Was man jetzt erstmal machen kann, ist einmal das Omega wegkürzen, denn durch Omega kann man teilen. Omega sollte nicht 0 sein oder ist nicht 0, steht ja hier neben. Dann haben wir R2 hier noch im Nenner. Dann ist es immer gut, erstmal die gesuchte Größe aus dem Nenner auf die andere Seite rüber zu holen, sodass sie eben über dem Bruchstrich steht oder am Zähler steht. Also steht da L mal 1 plus Omega Quadrat R2 Quadrat C Quadrat und auf der anderen Seite steht R2 Quadrat und C. So, und jetzt das Ganze ein bisschen ordnen, nach dem R2, alles was mit R2 zusammenhängt, auf die eine Seite rüberholen. Und ja, also bleibt hier drüben erstmal stehen ein L, von dem L mal 1 und auf der Seite steht dann R2 Quadrat mal C minus Omega Quadrat R2 Quadrat und nochmal C Quadrat. Und jetzt kürze ich mal ein C hier weg und bringe das C hier noch mit auf die andere Seite rüber und klammer das R2 einfach mal aus, dann steht da R2 Quadrat mal, wir bleiben 1 über und minus Omega Quadrat. Achso, und dann stelle ich fest, ich habe hier noch ein L vergessen an der Stelle, denn das hier auf die andere Seite rüber ist ja auch noch mit L multipliziert. Also Omega Quadrat, das R2 ist ausgeklammert, ein C und ein L. Und hier drüben steht eben immer noch das L durch C. Und das Ganze kann man jetzt nach R2 umstellen. Dann steht da R2 Quadrat ist L durch C und dann eben nochmal geteilt durch diese Klammer, also 1 minus Omega Quadrat L und C. Und das Quadrat bekommen wir jetzt hier weg, indem wir hier drüben einfach, oder indem wir auf beiden Seiten der Gleichung die Wurzel ziehen. Dann kommt da eigentlich natürlich einmal die positive und einmal die negative Wurzel raus. Jetzt muss man mal gucken, was hier hinten als Wert rauskommt. Der Widerstand sollte natürlich in jedem Fall positiv sein. So, jetzt kann man hier an der Stelle einfach die Zahlenwerte einsetzen. Also die Klammer, das L sind 32 Millihenry. Henry sind so viel wie Voltsekunde pro Ampere. Und die 1 Mikrofarad. Und Farad sind so viel wie Ampere Sekunde pro Volt. Dann kürzen sich die Sekunden weg. Und es bleibt Volt Quadrat durch Ampere Quadrat über. Wenn man davon die Wurzel zieht, ist das Volt durch Ampere. Das ist oben, das ist schon mal die Einheit von dem Widerstand. Das ist schon mal nicht verkehrt, dass da für den Widerstand die Einheit eines Widerstandes rauskommt. Und dann ist hier hinten immer noch dieser Bruch. Und hier steht jetzt halt dann auch 1 minus 2500, 1 durch Sekunde zum Quadrat und zum Quadrat. Und L sind 32 immer noch Millihenry. Henry sind Voltsekunden pro Ampere. Und die 1 Mikrofarad und Farad sind Ampere Sekunden pro Volt. Und dann sieht man, dass sich Volt gegen Volt und Ampere gegen Ampere und Sekunde gegen dieses Sekunde Quadrat kürzen, so dass das hier unten komplett einheitenlos ist, was auch sinnvoll ist, weil wir rechnen halt 1 minus dann was Einheitenloses an dieser Stelle. So, und jetzt geht mir so ein bisschen der Platz aus, aber das ist ja eine relativ triviale Zahlenrechnung, die man jetzt hier mit Hilfe seines Taschenrechners machen kann. Schlussendlich kommt man darauf, dass dieser Widerstand R2 jetzt genau 200 Ohm groß sein muss, um diese Bedingung zu erfüllen. So, was man dann schlussendlich noch machen sollte,
ist die Gesamtimpedanz ausrechnen für den Fall, dass dieser Widerstand da jetzt 200 Ohm groß ist, was ja gleichzeitig auch bedeutet, dass der Impedanz, dass der Imaginärteil dieser Impedanz 0 ist und dass es eben keine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung gibt. So, alles, was man dafür machen muss, ist eigentlich jetzt diese Werte, also für R1 und R2 und für Omega und L und Omega und C hier oben in diese Gleichung einsetzen und das einfach alles nochmal ausrechnen. Das kann man natürlich auch einfach mit seinem Taschenrechner machen. Und dann kommt man darauf, dass das Z in diesem Fall 250 Ohm groß ist und eben tatsächlich kein Imaginärteil hat, sondern rein reell ist. Ja, was dann eben wiederum bedeutet, dass es keine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung gibt und dass, obwohl diese Schaltung einen induktiven Anteil hat und einen kapazitiven Anteil hat, sich die reaktiven Eigenschaften dieser Bauelemente genauso gegenseitig kompensieren bei dieser Frequenz, dass diese ganze Schaltung eben aussieht, obwohl da eine Induktivität und obwohl da eine Kapazität drin ist, verhält sich diese gesamte Schaltung wie ein Widerstand, der 250 Ohm groß wäre. So, was sind so die häufigsten Fehler, die dabei passiert sind? Also entweder wurde gar nicht erst der richtige Ansatz gefunden, hier mal die Impedanz aufzuschreiben und den Imaginärteil zunutze setzen, oder irgendwo auf diesem doch zugegebenermaßen nicht wirklich komplizierten, aber natürlich ein bisschen langwierigen Rechenweg hat man sich an irgendeiner Stelle mal vertan, irgendwas falsch umgestellt, irgendwo was vergessen und dann natürlich vielleicht auch keine vernünftige Einheitenrechnung gemacht am Ende, wo dann solche Fehler auffallen. Ja, und dann kam halt dementsprechend irgendwo was Falsches raus.